Verehrter Herr Kardinal, lieber Herr Lehmann, zu Ihrem heutigen 80. Geburtstag grüße ich Sie aus Ihrem Heimatland Baden-Württemberg. Ich wünsche Ihnen von Herzen alles Gute, Gesundheit und Gottes Segen. Ihr priesterliches Wirken begann mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Eines seiner großen Themen war das Aggiornamento, die Zeitgenossenschaft der Kirche. Diese Zeitgenossenschaft ist auch Ihr großes Thema geworden. Es hat Ihr theologisches Denken und Ihr pastorales Handeln geprägt. Wie kaum ein Zweiter in Deutschland stehen Sie für eine Kirche, die weltoffen, menschenfreundlich und lebensbejahend ist. Aber auch für eine Kirche, die, getreu Ihrem bischöflichen Wahlspruch, fest im Glauben steht. Gerade deshalb können Sie auch beherzt heiße Eisen anpacken. So haben Sie seinerzeit zum Beispiel beim seelsorglichen Umgang mit den wiederverheirateten Geschiedenen es getan. Mit Ihrer Herzlichkeit, aber auch Ihrem theologischen Tiefgang sind Sie ein Schwergewicht innerhalb der katholischen Kirche und in der Ökumene. Aber auch für die Politik und ganz persönlich auch für mich waren Sie als langjähriger Vorsitzender der Bischofskonferenz eine sehr beachtete Instanz für die Bedeutsamkeit der Kirche in der säkularen Gesellschaft. Für Ihr unermüdliches und segensreiches Wirken gebührt Ihnen unser aller Dank. Verehrter Herr Kardinal, lieber Herr Lehmann, zu Ihrem heutigen 80. Geburtstag grüße ich Sie aus Ihrem Heimatland Baden-Württemberg. Ich wünsche Ihnen von Herzen alles Gute, Gesundheit und Gottes Segen. Ihr Priester fest im Glauben steht. Gerade deshalb können Sie auch beherzt heiße Eisen anpacken. So haben Sie seinerzeit zum Beispiel beim seelsorglichen Umgang mit den wiederverheirateten Geschiedenen es getan. Mit Ihrem Wirken begann mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Eines seiner großen Themen war das Aggiornamento, die Zeitgenossenschaft der Kirche. Diese Zeitgenossenschaft ist auch Ihr großes Thema geworden. Es hat Ihr theologisches Denken, Herzlichkeit, aber auch Ihrem theologischen Tiefgang sind Sie ein Schwergewicht innerhalb der katholischen Kirche und in der Ökumene. Aber auch für die Politik und ganz persönlich auch für mich waren Sie als und Ihr pastorales Handeln geprägt. Wie kaum ein Zweiter in Deutschland stehen Sie für eine Kirche, die weltoffen, menschenfreundlich und lebensbejahend ist. Aber auch für eine Kirche, die, getreu Ihrem bischöflichen Wahlspruch,